Oft ist es sinnvoll, mit 2D-Hilfslinien Konstruktionspunkte zu erzeugen, die man dann für die Eingabe von Elementen benutzt. In diesem Fall benutzen wir die parallele Hilfslinie im numerischen Abstand. Starten Sie das Tool und führen Sie die Maus über eine vorhandene Kante, zum Beispiel die Innenseite einer vorhandenen Wand. Erkennt die Software eine solche Kante, wird die Hilfslinienvorschau rot hervorgehoben. Mit einem linken Mausklick picken Sie die Kante und führen dann die Maus in die gewünschte Richtung. Ein weiterer Mausklick öffnet den Eingabedialog für den numerischen Abstand. Diese Hilfslinien benutzen wir jetzt für die Eingabe der Innenwand. Öffnen Sie den Eigenschaftendialog der Innenwand und passen Sie Dicke und optional die 2D-Darstellung an. Speichern Sie die Einstellungen als Standard. Wechseln Sie dabei mit STRG und W die aktive Wandseite. In Ecksituationen zoomen Sie dicht genug ran und setzen Sie den ersten Wandpunkt auf die Ecke. Mit dem numerischen Eingabetool erzeugen Sie eine Wand mit einer definierten Länge. Jedes Mal, wenn Wände eine neue geschlossene Kontur bilden, entsteht automatisch ein neuer Raum. Generell haben Wände eine automatische Höhe. Sie sind also so hoch wie die Rohbauhöhe des Geschosses. Das sollte auch so bleiben. Wenn Sie für bestimmte Anliegen eine andere Wandhöhe benötigen, ändern Sie die Einstellung von automatisch auf einen individuellen Wert.